ZANI sind ein wichtiger Bestandteil unseres Körpers und tragen nicht nur zur ästhetischen Erscheinung bei, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Verdauung und Aussprache. Leider kann es durch verschiedene Ursachen passieren, dass ein Zahn verloren geht oder entfernt werden muss. In solchen Fällen kann ein Zahnimplantate eine gute Lösung sein, um das fehlende Gebiss ein Viertel CK zu ersetzen und die Funktionalität des Mundraums wiederherzustellen. Doch nicht jeder ist ein geeigneter Kandidat für ein Viertel Zahnimplantate. In diesem Video werde ich darauf eingehen, wie man herausfinden kann, ob man für ein Viertel Zahnimplantate in Frage kommt. Zahnimplantate sind kein Viertel ästliche Zahnwurzeln, die in den Kieferknochen eingesetzt werden, um darauf eine Krone oder Bra ein Viertel CKI zu befestigen. Sie bieten eine dauerhafte und ästhetisch ansprechende Lassung für ein Viertel fehlende ZANI. Doch bevor man sich für ein Viertel Zahnimplantate entscheidet, ist es wichtig zu ein Viertel Bra ein Viertel fehlen, ob man dafür ein Viertel geeignet ist. Es gibt bestimmte Kriterien, die für ein Viertel LLT sein ma ein Viertel SN, damit Zahnimplantate erfolgreich eingesetzt werden können. Zu einer CHST einmal ist es wichtig, dass der Kieferknochengene ein Viertel Gent Volumen und Dichte aufweist, um das Zahnimplantat zu tragen. Der Kieferknochen bildet die Basis für ein Viertel das Implantat und muss stark und gesund sein, damit das Implantat fest verankert werden kann. Ein Mangel an Knochenmasse im Kieferknochen kann ein Hindernis für ein Viertel die Implantation sein. In solchen Fällen kann eine Knochenregenerationsbehandlung erforderlich sein, um den Kieferknochen zu stärken und das Implantat erfolgreich einzusetzen. Ein weiterer wichtiger Faktor für ein Viertel die Eignung für ein Viertel Zahnimplantate ist die allgemeine Gesundheit des Patienten. Chronische Erkrankungen wie Diabetes oder Herzerkrankungen kann ihm das Risiko von Komplikationen bei der Implantation erhöhen. Auch Rauchen kann die Heilung beeinträchtigen und die Erfolgschancen von Zahnimplantaten verringern. Daher ist es wichtig, dass potenzielle Kandidaten ihre vollständige medizinische Vorgeschichte mit ihrem Zahnarzt teilen, um das Risiko von Komplikationen zu minimieren. Auch das Zahnfleisch und die umliegenden ZANI spielen eine wichtige Rolle bei der Eignung für ein Viertel Zahnimplantate. Gesundes Zahnfleisch und umliegende ZANI sind entscheidend für ein Viertel den Erfolg der Implantation. Zahnviertelendungen im Mundraum oder Parodontitis können die Implantation erschweren und zu Komplikationen für ein Viertel führen. Daher ist es wichtig, dass potenzielle Kandidaten für ein Viertel Zahnimplantate ein Viertel BER eine gute Mundhygiene und gesunde ZANI für ein Viertel gehen. Darüber ein Viertel BER hinaus ist auch das Alter ein wichtiger Faktor bei der Eignung für ein Viertel Zahnimplantate. Im Allgemeinen sind Zahnimplantate für ein Viertel Erwachsene jeden Alters geeignet, jedoch kann das Knochengewebe im Kiefer mit zunehmendem Alter schwinden, was die Implantation erschweren kann. Es ist daher wichtig, dass ältere Patienten eine GAA-1-viertel-endliche Untersuchung durch Verein-Viertel-Rennen lassen, um festzustellen, ob sie FA-1-viertel-R-Zahnimplantate geeignet sind. Um herauszufinden, ob man FA-1-viertel-R-Zahnimplantate in Frage kommt, ist es ratsam, einen Zahnarzt aufzusuchen, der auf Implantologie spezialisiert ist. Der Zahnarzt wird eine GAA-1-viertel-endliche Untersuchung durch Verein-Viertel-Rennen und anhand von Röntgenaufnahmen den Zustand des Kieferknochens und der umliegenden Gewebe beurteilen. Anhand dieser Untersuchungen kann der Zahnarzt feststellen, ob Zahnimplantate eine geeignete Lassung FA-1-viertel-R den Patienten sind. Abschließend kann gesagt werden, dass Zahnimplantate eine effektive und ästhetische Lassung FA-1-viertel-R fehlende ZANI darstellen. Jedoch ist es wichtig, dass potenzielle Kandidaten FA-1-viertel-R-Zahnimplantate bestimmte Kriterien erfüllen, um das Risiko von Komplikationen zu minimieren und den Erfolg der Implantation sicherzustellen. Durch eine GAA-1-viertel-endliche Untersuchung und Beratung eines erfahrenen Zahnarztes kann festgestellt werden, ob man FA-1-viertel-R-Zahnimplantate in Frage kommt und welche Behandlungsoptionen am besten geeignet sind.